Hallihallo und herzlich willkommen zur abendlichen Rettung auf der Strecke Hamburg-Lübeck im Trainsim World 2 Eisenbahnsimulator. Willkommen im Lübecker Rangierbahnhof. Ein Zug ist auf dem Weg nach Lübeck liegen geblieben und muss abgeschleppt werden. Und natürlich kriegen wir diese Schicht. Ja, Fahrzeug ist heute die ES64U2, Lokomotive 58. Und ja, wie es die Ansage schon sagt, wir sollen in unsere Lokomotive einsteigen und das Fahrzeug aufrüsten. Eisenbahnverkehrsunternehmen ist heute MRCE Dispolok. Und mit dieser wunderschönen Taurus-Lokomotive geht es jetzt in Richtung Hamburg. Der liegen gebliebene Zug muss so schnell wie möglich geborgen werden. Und deswegen sollten wir uns auch jetzt ein bisschen beeilen. So, im Führerschein angekommen, sollen wir den Batteriehauptschalter starten. Batterie anlassen, bis alle Batteriekreise aktiv sind. Wunderbar. Dann Bremsart, Hochabbremsstellung R hätte ich gerne. Aber die ist scheinbar nicht auswählbar, okay. So, Automatikstellung der Stromabnehmer. Drei weiße Spitzenlichter und zwei rote hinten. Dann geht es weiter. Wir sollen uns auf den Sitz setzen. Fahrtrichtungswende in Neutralstellung. Genau. Die Bremsen werden jetzt noch aufgefüllt. In der Zwischenzeit gehen wir nochmal ganz kurz runter in den Maschinenraum. Gucken nochmal ganz kurz, was PZB und SIFA gerade so sagen. Störschalter sind alle in der richtigen Position. Und SIFA können wir auslassen an der Stelle. LZB funktioniert. Und PZB scheinbar auch. Okay. Dann können wir wieder zurück in den Führerstand vor. Tür zum Maschinenraum machen wir mal zu. Wir setzen uns wieder auf den Sitz drauf. Strom nehmen wir nach oben. Der schnellt an die Oberleitung dran. Und dann Hauptschalter ein. Und wir sind startklar. Spitzenlichter noch einschalten. Und genau, die Federspeicherbremse muss noch gelöst werden. So, gedrückt halten, bis es grün wird und der rote Leuchtmelder ausgeht. Na, dauert aber heute ungewöhnlich lange. Okay, dann blinkt das scheinbar so. Stellen Sie den Richtungswender auch vorwärts? Na klar, machen wir. Und damit sollte sich der Führertisch auch aktivieren. Achso, wir sollen uns erst wieder hinsetzen. Fahrtstellung ist ausgewählt. Aber ich wundere mich gerade, wieso ist denn die PZB noch nicht? Ist sie doch noch nicht angewiesen? Dann müssen wir noch mal ganz kurz zurück den Störschalter noch mal reindrücken. In der Hoffnung, dass es jetzt aktiviert ist, das PZB-System. Nee, irgendwie geht die gerade nicht an. Wieso gehen meine liebe PZB nicht an? Haben wir hier hinten irgendwo noch eine Sicherung, die wir reindrücken müssen? Wir sollten vielleicht auch mal das Licht anmachen im Führerstand. Ganz kurz, zack. So, Federspeicherbremse ist jetzt auch grün, wunderbar. Stromnehmer kann automatisch eingestellt bleiben. DB ist auch eingestellt, auch wenn wir noch keine Personenwagen hinten dran haben. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt einen Güterzug abschleppen oder einen Personenzug. Habe ich jetzt gar nicht so genau aufgepasst. Nochmal überprüfen, aber eigentlich. Eigentlich waren die in der richtigen Stellung alle. ZWS und so weiter wollen wir jetzt alles nicht bedienen. Die Wendezugsteuerungen können in dem Modus bleiben, wie sie sind. Ja, vielleicht springt die PZB beim Anfahren dann an. Was ich mir jetzt eigentlich nicht vorstellen kann, aber na gut. Oder vielleicht ist es auch fahrzeugseitig einfach gerade deaktiviert. So, Licht können wir ausmachen. Und dann räumen wir erstmal ganz kurz bis nach vorne ans Ausfahrtsgleis oder ans Ende des Abstellgleises. Leistung nehmen wir wieder runter. Ich würde gerne irgendwie noch die PZB einschalten. Das finde ich jetzt ein bisschen schade, dass die nicht angeht. Ach. Hä?
Wenn ich die LZB ausschalte, dann funktioniert auf einmal die PZB. Okay. Das ist jetzt sehr mysteriös, aber Hauptsache es funktioniert. So, Wechselblinken ist aktiv. Okay. Damit sind wir auf maximal 40 km pro Stunde begrenzt. Wir dürften hier sowieso nur 40 fahren, alles klar. Dann ist das gar kein Problem. So, hier muss nichts quittiert werden. Das EL6 stört uns auch nicht. Bisschen Leistung rein. Genau, wir halten die 40. Bis wir aus dem Weichenbereich wahrscheinlich gleich raus sind. So, hier vorne steht schon eine 80, aber die gilt nicht für uns. Dann geht es hier nochmal weiter mit dem EL6 für die Geradeausfahrt. Wir zweigen rechts ab, also auch hier alles wunderbar. Und da vorne stehen schon, ja, die Personenzüge. Die stapeln sich wahrscheinlich hier, weil das eben einen ganzen Moment noch dauert, bis wir da durch sind. Und vor allem auch der andere Zug dann eben von uns geborgen wurde. Wir können auch mal die Außenbeleuchtung der Lokomotive ein bisschen hochstellen, auf die Fernscheinwerfer. Was wir vielleicht heute nicht so gut sehen werden, ist das Fahrzeug von außen, eben weil die Loks von MRCE Dispolok in der Regel eben in diesem schwarzen Farbkleid daherkommen. Aber du kannst dir gewiss sein, das Fahrzeug ist genauso gut ausgestaltet wie die 182, die wir im Train Simulator oder beziehungsweise im Transim World bereits haben. Also egal auf welches der Modelle man guckt, das ist von DTG wirklich schön umgesetzt worden. Und da gibt es auch an dieser Stelle von meiner Seite ein großes Lob für das Aussehen der Lokomotive. Was mir aktuell halt nicht so gut gefällt, hast du sicherlich auch gerade schon gesehen, die Sache mit der PZB. Wir hatten sie ja aktiviert und ja, wenn wir die LZB komischerweise in den Isolationsmodus schicken, dann ist auf einmal die PZB funktionsfähig. Keine Ahnung, wie das zusammenhängt, aber es sollte eigentlich nicht so sein. Also die PZB sollte auch wirklich angehen, wenn sie angeschaltet wird und nicht dann, wenn die LZB ausgeknipst wird. So, 90 können wir fahren. Und die AFB von der Lokomotive möchte ich gleich auch noch hinzuschalten. Den Hebel ganz nach vorne. 140 darf gefahren werden, alles klar, ich hab's gesehen. Und dann hier unten. AFB. Genau. Die AFB hinzuschalten. So, die ist auf 140 eingestellt. Dann Hebel nach vorne und volle Kraft voraus. Das geht mit der Taurus entsprechend schnell. So, und die Beleuchtung im Führerstand können wir uns jetzt auch wieder einschalten. Beziehungsweise die Gesamtbeleuchtung bitte. Nicht nur die Pultbeleuchtung. Und ja, dann geht es heute für uns in Richtung Hamburg. Ich bin sehr gespannt, was für einen Zug wir heute abschleppen. Mit der Taurus sind wir auf jeden Fall für eigentlich, ja, für meinen, jede Zuggattung gewidmet oder gewappnet. Wir haben so viel geballte Power, dass wir, egal ob Personenzug oder Gülezug, ohne Probleme wegziehen können. So, und angehalten wird in rund 30 Kilometern. Also, ja, das ist gar nicht mal so weit. Da sollten wir mit Höchstgeschwindigkeiten von 140 bzw. 160 Kilometern pro Stunde auf jeden Fall schnell am Ziel sein. Ja, ansonsten, was gibt es vielleicht noch zur Lokomotive zu sagen? Ich weiß gar nicht, ob hier das Funkdisplay, unser Zugfunk, wieder bedienbar ist, aber scheinbar ist der komplett abgeschalten hier. Ich glaube, bei der Taurus, die ursprünglich schon bei der Strecke Rapid Transit, also ja, zwischen Dessau und Leipzig, die dort dabei war, die müsste schon die Möglichkeit gehabt haben, das Display zu aktivieren. Und ich glaube, da gab es ja auch noch das Übersichtsdisplay für das Fahrgastinformationssystem, was man eben auch bedienen konnte. Ja, drüben scheint auch nicht allzu viel bedienbar zu sein. Wir haben die Einstellungsmöglichkeit für die unterschiedlichen Fahrmotoren, damit wir eben sehen können, wie viel, ja, Zug- oder Bremskraft dort gerade aufgeschalten ist. Und ansonsten, ja, ist es eben der Taurus, wie wir ihn schon aus dem Transim World kennen. Wir haben jetzt hier halt
nicht die, ich sag mal, reine, nicht die reine Personenzugvariante, weil bei MRCE Dispolok entfällt eben auch die Anzeige für das Zugziel hier vorne. Beim Taurus von DB Regio haben wir hier oben nochmal so eine Zugzielanzeige mit drin. Das ist aber optional zurüstbar oder optional bestellbar von den Eisenbahnverkehrsunternehmen bei Siemens. Ja, wir fahren schön in den Sonnenuntergang hinein, haben es aktuell 19.43 Uhr im Simulator und auch der Ebola-Fahrplan hier unten kommt wieder mit, allerdings in der leeren Ansicht. Wir haben sogar die Möglichkeit, die Helligkeit einzustellen, aber ja, ohne einen wirklichen Fahrplan nützt das natürlich nicht allzu viel. So, ich stelle den mal wieder hoch auf 10, damit wir, wenn wir ihn wirklich brauchen sollten, auch eventuell mal benutzen können. Ja, Störungsübersicht ist auch selektierbar, aber es erscheint leider nichts auf dem Display. Informationsknöpfchen auch nicht. Ja gut, an- und ausschalten können wir es noch. Das war die Helligkeit, genau, das hatten wir schon. Ach, raus da bitte. So. Der Angleicher scheint auch funktionsfähig zu sein. Ja, er funktioniert auch. Sehr schön. Ja, und ansonsten, ich finde es jetzt ein bisschen schade, dass es hier so unglaublich dunkel wieder auf der Strecke ist. Das hatte ich mir eigentlich von der Strecke ein bisschen besser erhofft. Und ich sehe auch gerade, es ruckelt hier ziemlich stark. Wir speichern mal ganz kurz zwischen. Auch wenn es nicht wie im Train-Simulator sein sollte, dass der TSW2 ständig crasht. Aber das hat sich in den letzten Monaten, in dem ich den wieder intensiver genutzt habe, auch zum Glück in einem, naja, gewissen Maßstab gegeben. Ich hatte, glaube ich, einen Absturz mal, aber das ist ja wirklich nicht allzu nennenswert. Danach bin ich auch gleich wieder in das Szenario eingestiegen und konnte weiterfahren. Das war wirklich kein Problem. So, und wir gucken nochmal ganz kurz, wie weit es bis zum Ziel ist. 24 Kilometer nur noch. Ja, wir sollten gleich da sein. Was vielleicht echt noch cool wäre, wenn man in TSW 2 nicht nur, ich sag mal, diese Standardansagen hat oder diese Standardanzeigen wie ja, an einem Ort anhalten, sondern wenn einem wirklich angegeben werden würde, nicht nur die Zieldistanz, sondern auch halte an bei Streckenkilometer beispielhaft 5,6 und kuppel dann dort den und den Zug an oder mache halt vorm Selbstblocksignal 35 am Kilometer XY nach dem Motto, dass man eben wirklich ja im Eisenbahnerjargon auch eben die Befehlsmeldungen oder die ja die Aufträge durchgegeben bekommt, aber zusätzlich eben nochmal, wie sie das jetzt schon auch gemacht haben bei DTG, diese, ich sag mal, normalen Anzeigen hier oben, dass man eben sieht, okay, da und da für den normalen Spieler hast du anzuhalten, damit es eben auch nicht zu kompliziert wird. Weil klar, der Simulator soll jetzt nicht nur von Eisenbahnenthusiasten, die sich tagtäglich mit der Materie auseinandersetzen, bedient werden können, sondern auch von all denjenigen, die halt sagen, okay, ich möchte es einfach mal ausprobieren, ich habe das meinetwegen auf YouTube gesehen oder irgendwo im Internet auf Screenshots, das sah ganz cool aus. Ich habe sowieso schon als kleines Kind das Hobby gehabt, Lokführer zu werden oder beziehungsweise einfach das Hobby Eisenbahn. Möchten wir das eben einfach mal angucken, ohne da jetzt irgendwie eine Ausbildung genossen haben zu müssen oder mich irgendwie intensivst mit der Materie auseinandergesetzt haben zu müssen, sondern einfach nur, ja, mal eine Runde fahren möchte. Und für diejenigen soll das natürlich auch genauso bedienbar bleiben wie für den Eisenbahnenthusiasten selbst. Vielleicht wäre auch eine Einstellungsmöglichkeit in TSW 2 da mal angebracht, dass man halt sagt, okay, für die Eisenbahnenthusiasten fallen eben diese Anzeigen wie ja, die Bereichsmarkierungen am Bahnsteig weg, wo man anhalten soll, ja, der Lokführer oder der Hobbyfahrer, der das öfter macht, der wird schon wissen, dass er eben an der Halttafel anzuhalten hat und nicht immer unmittelbar am Ende oder ja, in der Mitte des Bahnsteigs. Beziehungsweise wenn der Bahnsteig
in unterschiedliche Bereiche nochmal unterteilt ist, dass der eben dann am Gleissperrsignal oder so anhält, am Mehrabschnittssignal und eben nicht am Ende des Bahnsteigs. Das wäre so eine Sache, die ich mir auf jeden Fall für die neue Version noch wünschen würde. Und ich bin sowieso mal gespannt, was da den Weg noch mit in den Simulator hineinfinden wird. Ich sehe auch gerade, man hat an der Außenhaut der Lokomotive gar nicht so viel verändert. Ich weiß jetzt auch nicht, ob bei der Taurus-Reihe 182 bzw. 1016 F16, ob da hier unten das Siemens-Logo fehlt oder ob man das jetzt hier nur entfallen hat lassen, um keine markenrechtlichen Probleme zu bekommen. So, sind wir jetzt hier eigentlich in Ahrensburg, wenn ich das so sehe. Nee, in Bad Oldesloe. Okay, dann kommt, ich glaube, Ahrensburg als nächstes. So, wir wechseln mal wieder in den Führerstand rein. Gucken nochmal nach, 17 Kilometer sind es noch. Und ich weiß gar nicht, sind hier eigentlich Hektometertafeln, Kilometrierungstafeln aufgestellt? Weil entweder habe ich sie übersehen, aber ich glaube, da war gerade einer auf der linken Seite. Es ist halt nur alles wieder sehr dunkel heute. Ich meine, klar, wir fahren jetzt hier in der Abenddämmerung. Ja, 25,4. Es sind Hektometer, Kilometertafeln aufgestellt. Wir stellen nochmal die Beleuchtung auf die höchste Stufe. Wir werden außerdem in einem der nächsten Videos auch mal noch die Baureihe 112 fahren. Das Fahrzeug ist ziemlich schön geworden, wie ich finde. Ich habe mal kurz reingelunzt, unter anderem bei dem Tutorial, was immer zu den neuen Strecken mitgeliefert wird, wozu man auch leider immer gezwungen wird, das zu spielen. Und komischerweise kommt dann auch bei mir immer sowas wie Grundlagen der Kamerabedienung, Kamerasteuerung, wo ich mich dann frage, okay, ich habe hier sämtliche Add-ons für den Transam World 2 schon erworben, aber ihr sagt mir in jedem Add-on, was neu dazu kommt, wie ich die Kamera zu bedienen habe und wie ich eben mit den Maustasten bzw. mit den Nummertasten, wie ich in die unterschiedlichen Ansichten schalten kann. Ich meine, wer den Train-Simulator schon seit den Ursprüngen von Railworks verfolgt, der weiß sowieso A, wie die Kamerapositionen belegt sind und B, wer hier sämtliche Add-ons im Transim World schon hat und auch da die Tutorials schon durchgespielt hat, der braucht nicht bei jedem Mal aufs Neue gelernt bekommen, wie man eben eine Kamera bedient. Das ist alles so ein bisschen, ich weiß nicht. Schön, dass es drin ist für diejenigen, die es zum ersten Mal spielen, ja, aber für jemanden, der öfters im Transim World unterwegs ist, ich muss ganz ehrlich gestehen, das nervt mich ziemlich stark, dass ich da jedes Mal ein Tutorial von 10 Minuten ungefähr durchspielen muss, damit ich eben dann Zugang zu den eigentlichen Inhalten des Spiels bekomme. Ist ein bisschen schade. So, die Signale strahlen richtig schön. Das gefällt mir gut, dass die auch in größerer Entfernung gut wahrnehmbar sind. Allgemein sowieso diese Glanzeffekte oder diese, ich sag mal, Strahlungseffekte, die hier mit an den Signalen eingebaut wurden, dass eben das Licht nicht einfach nur ein grüner Punkt ist, sondern dass man wirklich das Gefühl hat, man würde das Signal in echt sehen. Wobei, na gut, da sind es eigentlich wirklich richtige Punkte. Aber wenn du zum Beispiel auch bei Nebel oder so vor einem Signal stehst und, lassen wir es mal die mit LEDs sein, die strahlen ja wirklich ganz schön ordentlich, dann siehst du halt sogar von der Seite, wenn du auf das Signal drauf guckst, so ein richtiges Leuchten. Das ist jetzt hier in dem Fall leider nicht sichtbar, weil es ist halt schönes Wetter, es ist nichts, wo das Licht sich irgendwie reflektieren könnte oder wo das drauffallen könnte. Aber in echt siehst du dann halt wirklich, wie so ein Signal manchmal richtig leuchtet. Und das gibt auch, gerade wenn man das mit der Kamera einfangen kann, ziemlich coole Bilder. Besonders bei den HL-Signalen sieht das schön aus, wenn da so viele Lämpchen leuchten. Lass da mal so ein HL9B oder so leuchten. Das sieht ganz cool aus.
oder auch wenn wir dann die Lichtbalken mit dran haben, für entweder 60 oder 100 Kilometer pro Stunde. Das sieht schon ordentlich aus. So, apropos Signale, da kommt was für uns. 110, ich habe sie gesehen, müssen wir aber nicht quittieren. Das hier müssen wir allerdings schon quittieren. So, da nichts anderes dran stand, gehen wir davon aus, dass wir mit 40 Kilometern pro Stunde weiterzufahren haben. Ich kenne auch das Signal nicht, ansonsten hätte ich dir vielleicht sagen können, welche Geschwindigkeit am Hauptsignal zu erwarten ist. Um sicher zu gehen, bremsen wir aber runter auf 40. So, wir rollen erstmal noch mit 50 drauf zu, bis wir wirklich am Hauptsignal sind. Das leuchtet auf jeden Fall schon mal grün-gelb. Das Vorsignal sagt dann weiterhin, freie Fahrt erwarten. Fahrt mit Höchstgeschwindigkeit danach. Mal gucken. Ich glaube, da steht auch oben eine 5 drinne, wenn ich es richtig sehe. 110 darf dann danach gefahren werden. Genau. Und hier sind es 50. So, dann nehmen wir schon mal die Geschwindigkeit auf 110 runter. Und die 85 darf ruhig blinken. Damit habe ich kein Problem. Die schränkt uns auch bei den 50 in keinster Weise ein. So, die 90 sollten quittiert werden. Ah, okay, es geht schon ins Gegenglas rein. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Ah, der Sound ist auch cool gemacht. Wie die Lokomotive Zugbeeinflussung sagt. Das ist auch die weibliche Stimme, wie wir sie aus den Siemens-Fahrzeugen größtenteils kennen. Oder zumindest aus dem Taurus. Ich weiß gar nicht, ob die 152 und 189, ob die auch eine weibliche Stimme drin haben. Aber ich glaube, die 189, die müsste eine männliche Zugbeeinflussungsstimme haben. Bei der 152 bin ich mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher. Ich würde jetzt aber auch auf einen Mann tippen an der Stelle, der das eingesprochen hat. Letztens kam auch unter den Videos dann schon so durch, das klingt ja richtig wie Google-Übersetzer, wenn die Lokomotive Zugbeeinflussung sagt. Und ja, an manchen Stellen hat es wirklich so den Charme, als würde das irgendwie der Übersetzer ausspucken. Das war dann doch sehr, ja, sehr lustig an manchen Stellen. So, die Gegengleisfahrt ist angemeldet und wird uns auch an dem Signal angezeigt. Und dann gibt es hier nochmal 160. Dann Hebel auf den Tisch. AFB ganz nach vorne. Oh, und da werden wir richtig schön in den Sitz reingepresst. Die Lokomotive schaltet sowieso schon Traktionskraft zurück, um eben hier den Radstopp zu vermeiden. So, noch ganz kurz nachgucken. 5,2 Kilometer. Ich lasse das jetzt mal aktiv, weil ich nicht weiß, ob man im Train-Simulator, im Train-Sim-World so schlau war und uns da nochmal ein Zwischensignal hingepackt hat. Ich hatte das, glaube ich, schon mal bei irgendeiner Abschleppmission in TSW 2, dass dann zwar da stand, ja, sie können in 4,2 Kilometern anhalten, aber es kam nicht ein rotes Signal, was den liegen gebliebenen Zug dort geschützt hat, sondern nach dem Motto, ja, gib ihm freie Fahrt, der wird schon wissen, dass da gleich ein Zug steht. Und da sind wir, glaube ich, dann fast auf den Zug draufgeprallt. Also auch hier, wenn ich das schon sehe, es ist noch grün. Ich meine, klar, bei 3 Kilometern, da passen ja rund 2 Signalblöcke dazwischen. Und im dritten würde dann nochmal stehen. Und ich glaube, da vorne leuchtet auch was. Oder? Es ist eine optische Täuschung. Ja, das grüne Hauptsignal meine ich nicht. Da kommt auf jeden Fall schon mal eine Langsamfahrstelle. Da wir 160 fahren, müssen wir so oder so runterbremsen. Und schön, es kommt eine Ankündigung für HP0. Ja, können wir die E-Bremse gleich drin lassen. Egal wie weit wir runterbremsen sollen. Zugbeeinflussung.
1000 Hertz aktiv. Die 85 schon unterschritten. Boah, das macht richtig Spaß mit der Lokomotive als LZ zu fahren. Oder als TFZF. Als Triebfahrzeugfahrt. Wobei TFZF eben nicht für Triebfahrzeugführer steht. Das hatte ich auch schon mal in einem anderen Video erwähnt. Aber TFZF als Abkürzung steht für Triebfahrzeugfahrt. Und nicht wie, naja, relativ oft, falsch gesagt, den Triebfahrzeugführer oder die Triebfahrzeugführerin. Die wird oder der wird einfach mit TF abgekürzt. Es kommt häufig vor, dass es eben so bezeichnet wird. Deswegen sage ich an der Stelle nochmal ganz kurz den kleinen Hinweis. Soll jetzt nicht klugscheißerisch wirken, aber um eben Komplikationen zu vermeiden, sollte man es vielleicht einigermaßen einheitlich benutzen. So, der 500er. Wir sind auf jeden Fall langsam genug. Und dann einmal bitte. Ja gut. Für den Simulator sind wir scheinbar nicht langsam genug. Ja, kann ich jetzt nichts dafür. Wir dürfen mit 65 drüber und müssen auf unter 45 runterbremsen. Und wir sind nicht so langsam gefahren, dass es... Ne? Ist er gelöst? Ja. Wir sind nicht so langsam gefahren, dass das Signal, dass die PZB auf den 25er-Modus geschaltet hätte. Wir haben die Geschwindigkeitskennlinie da nicht unterschritten. Also, nach meinem Ermessen hätte die eigentlich nicht ausgelöst werden dürfen. Ja, Leistung auf 0 bitte. Wir möchten aber noch bis ans Signal ran. Jetzt ist die Frage, können wir einfach an dem Signal vorbeifahren oder rufen wir lieber nochmal im Stellwerk an? Ich mache das jetzt mal ganz kurz mit dem Führerbremsventil, auch wenn wir dazu gerne die indirekte Bremse nutzen sollten. So. Im Stellwerk anrufen, Tab-Taste drücken, Stellwerk kontaktieren, fortfahren mit reduzierter Geschwindigkeit. Alles klar. Dann hoffen wir mal, dass das jetzt nicht schief geht. Ich speichere sicherheitshalber hier nochmal ab. So. Bremsen bitte lösen. Bremsen lösen. Genau, an einem Ort anhalten ist der nächste Auftrag. Dann machen wir es wie folgt. Bremse lösen, Lokbremse ist auch lose, okay. Leistung auf. Ja, manuell steuern und PZB, LZB, Befehlstaste gedrückt. Der Befehl 40 sollte jetzt angehen. Macht doch gar nicht. Geht auch gar nicht, okay. Ja, nichts mit Befehl 40, braucht man scheinbar in der Lokomotive gar nicht. Das funktioniert noch nicht so richtig. Ja, da bin ich dann doch ein bisschen enttäuscht von der Lokomotive. Also PZB-technisch ist die nicht so sauber geworden, würde ich meinen. Da sollte DTG nochmal nacharbeiten. Das wundert mich, ehrlich gesagt. Aber wahrscheinlich hat man da auf dieselben Scripts zurückgegriffen von der vorherigen Taurus und hat da nichts weiterentwickelt. Sondern eben nur das Fahrzeug von der gestalterischen Performance her verändert. Aber PZB-technisch hat sich da wahrscheinlich nichts getan. Finde ich ein bisschen schade. Es war doch gesagt, an einem Ort anhalten, ne? Ja, wir sollen... Wieso sollen wir davor anhalten? Na gut, ich vertraue einfach auf das Spiel an der Stelle. So. Kuppeln Sie an den liegen gebliebenen Zug. An. Bremsen lösen. So, wir machen jetzt mal die Übersichtsdisplays aus. Wie gesagt, der Auftrag ist klar, wir sollen an den Zug ankuppeln und nach Möglichkeit bitte jetzt auch den Rest mit der direkten Bremse von der Lokomotive abbremsen. Und eben nach Möglichkeit nicht mit dem Führerbremsventil. Die E-Bremse können wir nutzen, na klar, das ist schön.
Werden wir auch nutzen zum Ranfahren gleich. So, und jetzt bleiben wir mal bei 25. Ah, es schaut aus, als dürften wir eine 112er abschleppen. Aber das wundert mich. Das ist doch keines der Durchfahrtsgleise hier. Oder? Wobei doch, das könnte auch das Durchfahrtsgleis sein. Also das Hauptgleis, sage ich jetzt mal. So, schön runterbremsen. Und da steht 112, 147. Passt wunderbar. Bremse ist schon angelegt. Die Puffer sollten auf jeden Fall gestaucht sein, so wie wir daran gerollt sind. Und dann würde ich mir sagen, können wir aufstehen. Bremse lassen wir wieder angelegt. Wir ziehen auch bitte die Federspeicherbremse an, wenn wir das Fahrzeug verlassen. Nochmal ganz kurz hinsetzen. Lokbremse kann jetzt gelöst werden. So, zumindest brauchen wir die nicht ganz so stark. Und hier drüben, ja, können wir eigentlich auch alles so lassen. Die AFB, die möchte ich unbedingt mal noch abschalten, weil ich weiß nicht, ob das Fahrzeug dann irgendwelche Probleme eventuell verursacht. So, Information ankuppeln ist unser Auftrag. AFB ziehen wir zurück auf 0 runter. Ja, komisch, jetzt bleibt auch die AFB-Nadel hier oben. Sollte sie eigentlich nicht, aber... Zugbeeinflussung. So. Richtungswende auf 0. Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir den mitnehmen müssen. So, wir gehen... wobei... Ist auf der anderen Seite auch ein Gleis. Nach Möglichkeit zu der Seite raus, wo eben kein Gleis ist. Genau, da ist ein Bahnsteig. Und da können wir wunderbar hier rausgehen. So, wir dürfen jetzt einmal zwischen die Lokomotiven dazwischen hüpfen, Kupplung einhängen, Luftdruckschläuche miteinander verbinden. Erst das Harte, dann das Weiche. So die Regel, sag ich mal. Das heißt, die Kupplung einhängen, dann die Schläuche miteinander verbinden. So, rüsten Sie diesen Führerstand ab und bereiten Sie wahrscheinlich den Zug auf die Abfahrt vor. Ach, alles klar. Die PZB müssen wir auch hier nochmal umschalten. Aber ja, ist das nicht eigentlich LZB in echt, die hier steht? Na gut. Wir gehen vorne in den anderen Führerstand. Die Tür können wir zuschmeißen. Einmal durchgewatschelt. Die Türe sollte mal zumachen, bevor man losfährt. PZB-Modus O ist ja noch eingestellt. Genau, wir können auch die Beleuchtung im Maschinenraum einschalten. Einmal auf den Sitz setzen, Fahrtrichtungswender nach vorne, die Spitzenbeleuchtung anschalten, dann hier drüben, zack, PZB an, Federspeicherbremse lösen, so, die macht blinke, 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 Bremsen sind angezogen, okay, Lokbremse sind in Lösestellung, Strom machen wir mal wieder hoch. Wobei... Ach okay, der wechselt nur durch. Wir hatten ihn auf Automatik gestellt. Und dann Hauptschalter wieder einschalten. Der geht nach vorne bitte. Und... unser Display noch einschalten bitte. Möchte nicht angehen, okay. Ist auch eine Möglichkeit. Spitzenlichter leuchten richtig. Alles klar. Und dann können wir die Bremse lösen. AFB. AFB. AFB.
Ich glaube, 100 ungefähr. Ach nein, 140, okay. Unten in der Anzeige steht's drin. So, Leistung ist aufgeschalten. Und damit fahren wir ab in Richtung Bad Oldesloe. Na? Da fehlen mir aber die roten Rückleuchten. Ach, ich will den Freitaster, nicht die Wachsamkeitstaste. Wieso blinkst du noch? Ich sehe nicht, was für eine Stellung wir eingestellt haben. Es ist zu dunkel. Mach mal Licht an, Kollege. Das ist mir auch zu hell. Ja, war schon richtig, wie es eingestellt war. Dreimal weiß hinten, zweimal rot. So, jetzt ist die Federspeicherbremse auch wirklich gelöst. Aber, naja, keine Ahnung. Wahrscheinlich liegt es an unserem defekten Zug. Dann hätten wir eigentlich die Zugschusstafeln reinstecken müssen. Weil ohne Zugschuss dürfen wir auch nicht fahren. So, lieber Taurus, zeig uns mal, was du drauf hast. Ja, Display scheint auch defekt zu sein. Möchte gar nicht angeben. Da haben wir schon einen extra Monitor dabei, aber können ihn nicht benutzen. Vor allem ist es ja auch das Maschinendisplay, wo wir eigentlich die Zugkraftanzeige nochmal hätten. In der elektronischen Form. Aber na gut. So, Geschwindigkeit hoch. Auf 160. Schneller werden wir auf der Strecke leider nicht. 16 Kilometer bis Bad Oldesloe, alles klar. Wir gucken nochmal ganz kurz in die Übersicht hinein. Ich glaube nämlich, unser Zug wird auch heute in Bad Oldesloe enden. Und jetzt fahren wir wunderbar mit dem Sonnenuntergang in unseren Feierabend hinein. So, mit der Taste T können wir uns hier nochmal die kleine Navigation einblenden. Genau, kommen Sie in Bewegung. Toller Auftrag. Achso, der Rest wird gar nicht mehr angezeigt. Na gut, dann wird das wahrscheinlich unsere abschließende Aufgabe bei dieser Fahrt sein, den Zug eben in Bad Oldesloe zum Stehen zu bringen. Ich gehe mal davon aus, dass der Zug dort endet, weil es steht auch A im Zugziel drinne. Und da wird ja in der Regel eben der Bahnhof angegeben, wo der Zug endet. Was aber auch möglich wäre, dass der Zug dann dort in eine andere Richtung weiterfahren sollte. Was aber eben, wenn die Lokomotive defekt ist oder irgendwas nicht funktioniert, natürlich nicht der Fall sein wird. Komm, bremsen, 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 bremsen. Auf 90 runter ist weit. Wir müssen vor allen Dingen auf unter 85 noch runter. Und ich habe die Bremse schon. Ja, das hätte eigentlich eine Zwangsbremse gegeben in echt. Das hätte eine Zwangsbremse gegeben. Der 1000er Leuchtmelder ist schon ausgegangen. Aber die 85, die waren noch am Blinken. Ich weiß auch gar nicht, ob die uns jetzt die, ich sag mal, richtige Geschwindigkeits... Kurve gegeben haben, wie sie bei der echten Taurus wäre. Oder allgemein bei der PZB 90. Weil das schien mir jetzt auch relativ schnell gewesen zu sein. Ich meine, klar, bei der Geschwindigkeitskurve hat man ziemlich schnell runter zu bremsen. Aber das hier wirkte, nicht so optimal. Sieht halt alles ziemlich schlecht. Das kommt nochmal mehr dazu.
Erst werden wir hier auf 90 runtergeprügelt mit der Geschwindigkeit und dann dürfen wir die Lokomotive wieder hochprügeln. Wir werden wahrscheinlich gleich wieder 140 oder 160 kommen. Wir stehen meistens dann am Ende der Kurve die LF7-Tafeln und da kommt's schon, 140. Nee, 100. Ja doch, 140. Ah, nicht die Türen, nicht die Türen. Die sollen zubleiben. Na, hä? Was machten sich die Lokomotive hier selbstständig? Will die mich veräppeln? Türen bleiben zu. Es soll niemand bei 140 km pro Stunde aus dem Zug rausspringen. Verlange ich von keinem meiner Fahrgäste. Okay, die Lokomotive macht, was sie will. Ich krieg's einfach nicht auf Null. Ich halte sonst gleich fest. Hallo, das kann doch nicht wahr sein. Ich halte dich jetzt fest. Das kann doch nicht wahr sein, was der Schalter hier alleine versucht. Ich mache nichts, sonst gerade bleiben. Meine Güte, das kann doch nicht wahr sein. Mach ich das jetzt mal so ganz kurz. Okay, unsere Lokomotive spinnt. Die Lok spinnt. Wir haben einen Geist drin. Meine Güte. Also das finde ich jetzt echt unschön. Ich war anfangs ziemlich überzeugt von der Lokomotive, aber nach dieser Geisterhand, die hier in der Lokomotive agiert, finde ich das nicht mehr so toll. Das ist... ja. Da können wir uns zumindest in Bad Oldesloe sicher sein, dass die Türen freigegeben werden. Das macht der Geist für uns. Meine Güte. Ich halte es jetzt fest. Das kann doch nicht wahr sein. Links entriegeln, rechts entriegeln, beide entriegeln, aber ich krieg's nicht. Nee. So, auf die Signale auch immer zwischenzeitlich gucken und nicht so viel von dem Geist verwirren lassen. Was ist denn nur los? Naja, einfach ignorieren bitte. Das tut mir jetzt echt leid. Aber da kann auch ich nichts dafür. Das liegt am Fahrzeug, wie das DTG zusammengebastelt hat. An für sich alles so schön, ne? Von der Grafik her alles so top. Aber dann die Lokomotive mit so Sachen, dass sie sich eben von selbst meint, bedienen zu müssen. Auch die AFB jetzt hier, die immer wieder ganz kurz Bremskraft aufschaltet. So ruckartig würde das Fahrzeug in Realität natürlich nicht agieren. Noch 4 Kilometer. Dann können wir aus dem Geisterzug wieder raus. Aber woher kommt das? Nehmen wir den hinten mal ganz kurz einen Strom. Das dürfte eigentlich auch nichts an der Türsteuerung verändern. Keine Ahnung, was das Rumgespinne jetzt hier soll. Ey, da wird mir doch bekloppt. Ja, festhalten ist scheinbar auch nicht so gut. Doch, jetzt. Einfach die Maus nicht bewegen und das Ganze bitte ignorieren. Dürfte aber das Einfahrtssignal sein von Bad Oldesloe. 2 Kilometer noch. Leistung ist schon bei 0. Wir legen schon mal langsam die E-Bremse ein. Ich weiß nicht, wie gut unser Zug bremst oder ob er überhaupt bremst. Wobei, das haben wir eigentlich bei den 90 schon gesehen, dass er bremst, auch wenn nicht gerade optimal.
Ah, du bist mir zu schnell, lieber Zug. Wieso stehst du nur in Lösestellung und ich kann dich gar nicht bedienen, liebe Lokbremse? Also so hart, wie wir hier mit der Bremse reingehen, der Zug würde sowas von stehen in echt. Gerade bei den Dostos, die bremsen so gut. Oh, bei den Türen, ich werde hier verrückt. Ich muss raus aus dem Zug. Irgendwas anderes fahren, aber nicht die Taurus. Das macht gerade echt keinen Spaß. Oh mein Gott. Auf jeden Fall. Die Fahrt hat mir bis zu dem Moment, wo das Fahrzeug angefangen hat mit Spinnen, eigentlich ziemlich viel Spaß gemacht. Ja. Dachte eigentlich, dass man in dem neuen Addon hier Hamburg-Lübeck eine ordentliche Taurus bekommt, ohne solche Probleme, aber scheinbar hat man das nicht ganz so hinbekommen. Auf jeden Fall, die Türen sind geöffnet, unsere Fahrgäste dürfen ein- und aussteigen und auch ich werde an dieser Stelle den Zug verlassen. Bedanke mich fürs Zusehen, würde mir wünschen, dass bei weiteren Fahrten diese Probleme nicht auftreten und sage damit Tschüss und bis zum nächsten Mal.